Und hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde DBD. Nicht alleine, die Sefi ist auch wieder dabei. Hallöchen. So, und diesmal starten wir direkt in der Lobby. Ja, dann haben wir das lange Lobby-Warten nämlich nicht mehr. Ich weiß, die Folge kommt etwas später, aber bei mir kam ja heute der Lobby-Simulator. Badham Vorschule in Springwood. Ja, mein Lieblingsort. Ich mag die Map tatsächlich sehr gerne. Okay, bei mir ist eine... Wie hieß hier nochmal Mac? Ich hoffe, es ist ein schlauer Mac. Ach, übrigens. Ja. Erinnerst du dich, wie hart es ist auch mit der Tastatur zu Free 16? Ja. Mit dem Controller ist das super easy. Ich sehe... Ich glaube, ich habe einen Killer gesehen. Ich konnte es aber nicht genau erkennen. Die sind, glaube ich, hinten bei der Schule. Ist da hinten die Schule? Die tanzen hier rum bei mir. Bist du bei der Schule? Es ist der Clown. Oh Gott, ich hasse den Clown. Die tanzen hier gerade bei mir rum. Nur die eine hat ihn jetzt so schön weggelockt. Ja, die sind immer noch in der Schule. Ja, da sind halt auch vorne auf dem Parkplatz sind die. Ich wollte mir jetzt eigentlich einen Generator setzen, aber ich mache mich erstmal weg. Sie wird scheinbar auch nicht verfolgt. Oder? Ja, aber ich würde jetzt mal strikt behaupten, der Clown wird jetzt erstmal eine Runde rumtänzeln. War hier nicht der schwarze Keller? Wie du ihn nanntest? Oh, ja. Jetzt sehe ich das auch mal. Der ist dunkel geworden, ne? Der ist ja echt dunkel geworden. Was ist denn mit dem Keller passiert? Bist du sicher, dass es der Clown ist? Ja, er ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ah, okay. Es gibt nur einer, der so Flaschen schmeißt. Mac, komm her, ich will dich heilen. Alter, ich... Warum kann ich dich nicht heilen? Du bist doof, Mac. Bist du sicher, dass ich dich nicht heilen soll? Ach, das ist die Mac, die an mir... Ja, irgendwie stand die gerade so dämlich, dass ich die nicht heilen konnte. Und jetzt ist da ein Gen dran. Ja, ich habe ihn jetzt aus dem Knallen lassen, aber ich weiß nicht, ob der Clown nicht kommt oder nicht. Ach, egal. Weiter geht's. Erste Runde muss mir jetzt mal warm spielen. Boah. So, zeige ich dich aber. Der steht da? Der Keller ist auch gleich fertig. Also eben gerade hat er sich nicht bewegt. Okay. Nicht, dass wir wieder so einen Killer haben, der gleich sagt, nö, ist nicht. Ich hatte letztens einen Bot, als ich gespielt habe. Das war Bot? Das war eine Huntress, die ganze Zeit geschlagen hat. So, ist auch fertig. Perfekt. Okay, irgendjemand wurde von seinem Rauch getroffen. Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Tote machen, jetzt bin Warst ich schnell... Warst du wie eine Blechhütte? Hä? Also, Junge, das so... Ach, du bist das. Ja, ich bin gerade außerdem in den Schrank gesprintet, ganz laut, obwohl ich eigentlich hier das Totem kaputt machen wollte. Ich dachte erst, was ist das denn für ein Geräusch? Entschuldigung. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, dass das die gleiche Tastenbelegung ist. Ja, wie gesagt, mit der Controller-Steuerung komme ich wesentlich besser klar. Hm. Weil normalerweise am PC habe ich einen größeren, klobigeren. Muss mal gucken, wie ich die PS4-Controller für den PC fertig kriege. Na, du musst ja eigentlich nur die Tastenbelegung dementsprechend ändern, oder? Eigentlich ja. Okay, der ist gemacht. Ich befürchte, dass alle
Generatoren, die noch da sind, in der Schule sind. An der Seite von der Schule nehme ich mal an. Weil hier ja, hinterm Palisadenzaun ist noch der eine. Dann auf dem Parkplatz eventuell vorne vor der Schule. In der Schule selbst ist noch einer. Der ist eigentlich immer da. Ist so die Frage, ob der im Keller ist. An dem Warte, ich hab grad Herzklopfen. Wunderbärchen, da wurde einer gemacht. Du kannst eigentlich schon mal zum Ausgang gehen. Die Claudette und ich sitzen gerade am letzten. Ich bin schon an der Ausgang. Jetzt hätte ich gerne wieder mein Einfühlungsvermögen dabei. So, ich bin an Ausgang. An welchem? Das ist der Ausgang bei dem Haus, wo der Generator beim PC sonst oben ist, mit der Garage dran. Ah, das Doppelte. Mhm. Wo du die Treppe hochgehen kannst, genau. Ausgang ist in 3, 2, 1 und offen. Na, ich komme mir gerade eh nicht raus. Ich habe Herzklopfen und ich mache gerade noch einen Totem. Okay, ich sitze hier im Ausgang. Der war ziemlich weit weg von der Schule, ne? Ja, also wie gesagt, der Clown ist jetzt einmal nur an mir vorbeigelaufen. Husch. Ich weiß, ich fühle mich auch immer erst wohler, wenn ich weiß, wer der Killer ist. Ja, das geht mir ähnlich. Ja, sorry, dass es jetzt gerade nicht so spannend ist. Aber... gibt bestimmt noch wieder schönere Runden, wo mehr Action sein wird. Da ist noch ein Totem. Was, machst du wieder Totemjagd? Ja, ja. Wozu habe ich meinen Totem-Perk? Und momentan ist der nicht sehr gefährlich, der Clown. Ich schätze mal, das ist auch noch ein Clown im Anfangsstadium. Oh, jetzt habe ich aus den einmal losgelassen. Der trifft die zwar die ganze... Da kommt eine Mac auf mich zugerannt. Die steht hier auch vorm Ausgang. Der trifft zwar die ganze Zeit jemanden mit seinem Flaschen, aber wirklich angehittet wird keiner. Er kommt, er ist bei mir. Der steht jetzt vorm Ausgang. Er wirft die Pullen hier rein. Ja, er kriegt ja Punkte, wenn er euch trifft. Der wirft nur Pullen hier rein. Und die Mac steht die ganze Zeit nur da drin. Ich beobachte das gerade so rigoros hier. Ich bin hier hinter der Wand am Ausgang versteckt. Im Keller liegt noch eine gelbe Taschenlampe, falls du eine brauchst. Oh, ne, ich habe meinen Werkzeugkoffer. Rennst du gerade raus? Nein. Ich bin die Claudette okay. Mit dem schwarzen Rock. Also, dann war das eine andere Claudette. Die machen wirklich gerade nichts. Der wirft wirklich nur seine Pullen hier rein. Weil die andere ist dann gerade abgehauen schon. Ich habe zwar jetzt ein paar Krähen über mir, aber... Guten Tag! Wie gesagt, ich sitze hier hinter der Wand und schaue euch gerade zu. Na dann. Hier steht auch noch einer. Ja, er kriegt ja Punkte dafür, dass er uns damit trifft. Danke. Oh, voll am Kopf! Pups in der Flasche. Er hat keine Kohlen mehr. Na, ja, muss ich ein paar machen. Ja. Yeah. Ein paar Punkte warm. Na dann. Lass uns mal. Hä? Na komm, schlag mich nochmal. Willst du, dass er dich nochmal hätte? Ja, aber da kriegt er Punkte für. Hm. Ich weiß gar nicht, was ich... Na komm, schau mich. Warum er nicht gerade zugehauen hat oder sonst was. Hm. Dann gehe ich eben. Wenn er nicht nochmal schlagen will. Vielleicht wollte der nur farmen oder so und wir haben nicht gereiht, dass er farmen will. Ja, das kann auch sein. Gott, irgendwie ist das jetzt ziemlich hell, oder? Ja. Und das sogar ohne, sag ich jetzt mal, klares Reagenzglas.
Und ich habe gleich Herzklopfen. Das fängt ja super an. Na toll. Es ist ein Hillbilly. Und er hat mich nicht gesehen? Ah, oh, oh, okay. Es ist ein Hillbilly? Ein Leatherface. Wie hat der mich gerade nicht gesehen? Ich frag lieber nicht. Ich nehm's einfach mal so hin, so ein kleines Wunder zum Start. Vielleicht wollte er mich auch nicht sehen, weil er sich dachte so, nee, ich bin gerade erst gespawnt, das ist nicht fair. Aber ich glaube, er hat mich einfach nicht gesehen. Dankeschön. Okay. Direkt ein Disconnect. Ja. Der war wohl nicht einverstanden damit, dass, Der wollte wohl nicht gegen Leatherface spielen. Hallihallo. Ja, Renntaste? Da. Hallihallo, Herr Leatherface. Bitte tu mir nicht weh. Ich will, bin doch so jung. Ich hab noch so mein ganzes. Er rennt jetzt. Haut doch mal zu. Vielleicht will er Punkte haben. Tschüss. Ist das die E-Karte? Nein, die E-Karte ist Autohelfen. Hä? Der tut nichts. Der macht mir nichts. Okay. Ach, der will, dass ich den Generator mache. Das ist ein, Ein Farmer. Ein Farmer. Ich mache eben schon den Gen fertig, dann komme ich sofort zu dir. Ja. Ah, jetzt hat er mich gelegt. Warte, ich halte mich vor. Siehst du, wo er mich gelegt hat? Ja, ich sehe dich. Er trägt mich weg. Im normalen Spielen können wir, das können wir eh vergessen, dass, Verdacht. Ich dachte, okay. Hi. Hi. Na du? Danke, Dragon, dass ich konnte gerade nicht weglaufen, weil du mich geheilt hast. Ich dachte, soll ich heilen? Hi. Ich bin vorhin auf die Knie gefallen. Der andere denkt sich jetzt auch, warte, ha, ich lieg in der Palette. Naja, im Prinzip kann man das Match eh vergessen mit dem Disconnect. Da können wir lieber schnell sterben und ihm die Luke geben. Dann kriegen wir wenigstens noch ein ordentliches Match. Ja. Ich frage mich, was der andere sich wohl gedacht hat, so dass wir nebeneinander standen und er sich uns gegenseitig direkt so umgesetzt hat. Aber echt, der hat erst gesagt so, ach komm, hier mach den Generator, ne? Mhm. Hab mich dran gesetzt und dann hat er mich instant umgesammelt. Na, hat dich einfach. Sag mir Bescheid, wenn du kämpfen musst. Achso, ja gut, dann mache ich eben Flugversuch. Sehe, ich komme jetzt runter. Weil bei mir ist jetzt, ich nehme jetzt noch die Kampfpunkte mit. So, ich muss kämpfen. Nein. Toll, dann rutsche ich einmal mit dem Finger ab und dann ist man mit dem Kämpfen vorbei. Ja gut, dann folge ich dir. Ja. Aber echt, das war jetzt mies. Erst so andeuten, hier macht den Generator und dann ein Umsemsen. Das fällst du oft drauf rein. Deswegen bin ich immer misstrauisch, wenn ein Killer farmt. Nee, der ist mir auch die ganze Zeit hinterher gerannt und hat mich nicht gehittet. Das kam mir skeptisch komisch vor. Naja, er kriegt Blutpunkte, wenn er dich verfolgt.